Moin und herzlich willkommen zu meinen ersten Bücherneuzugängen aus dem Jahre 2020, und zwar aus dem Januar. Bei mir sind 8 Bücher eingezogen aus den verschiedensten Gründen, geplant und ungeplant, und ich möchte mit einem Thriller anfangen, der auf jeden Fall geplant war. Den haben wir uns nämlich als Rezensionsexemplar für unseren Buchclub All You Can Read angefragt. Wir wollen dieses Buch im Februar lesen und besprechen. Ich spreche von den neuen Thriller von Melanie Rabe, Die Wälder. Wir haben ja bereits in unserem Buchclub Die Falle von ihr gelesen und das hat uns sehr gut gefallen, auch wenn das Ende so ein bisschen zwiegespalten hat. Also manchen hat das gut gefallen, manchen nicht, mir zum Beispiel. Dennoch war das etwas Besonderes und wir hatten richtig Lust, was Neues von ihr zu lesen und haben uns dann gleich für das Neue entschieden. Denn ich finde besonders hier das Setting ansprechend. Wie der Titel schon sagt, Die Wälder, wird es wahrscheinlich in Wäldern spielen. Wir treffen hier nämlich auf Nina, die ja eine Nachricht erhält, dass ihr Kindheitsfreund, ihr bester Freund Tim, gestorben ist und dass er sie aber auch wirklich sehr, sehr manisch versucht hat zu erreichen, über das Telefon ihr auf die Mailbox gesprochen hat und ihr auch noch einen Brief geschickt hat, in dem er wohl schreibt, dass er ja eine Aufgabe für sie hat, eine Aufgabe, die er nachgegangen ist, aber die jetzt sie erfüllen soll. Sie soll nämlich in das Heimatdorf zurückkehren und dort in den Wäldern, die ringsherum um das Dorf liegen, seine Schwester suchen, die verschwunden ist. Nina hat sich allerdings vor Jahren schon geschworen, niemals wieder in ihr Heimatdorf zurückzukehren. Da ist wohl irgendwas vorgefallen, was auch Tim weiß. Ja, wir wissen es als Leser noch nicht. Es gibt also viele Geheimnisse in diesem Buch. Und ich hoffe, dass das Ganze auch schön unheimlich atmosphärisch in diesen Wäldern wird und hoffentlich auch ein bisschen psychologisch, wie auch die Falle war. Ja, ich freue mich drauf. Es fing jetzt auf jeden Fall schon gut an und lässt sich sehr, sehr gut lesen. Es ist ein bisschen dicker als die Falle. Hat jetzt, naja, gut, es geht. 430 Seiten. Also ich hatte jetzt gedacht, dass es mehr sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Ja. Der nächste Neuzugang beinhaltet gleich 3 Bücher. Es handelt sich hierbei nämlich um einen Schuber, den ich von der Arbeit mitnehmen durfte. In unserem Foyer stehen nämlich einige Bücher aus. Das sind immer Neuheiten. Und wenn dann neue Bücher nachkommen, dann werden die nach und nach ausgetauscht und man kann die älteren Neuheiten dann mit nach Hause nehmen. Und ich durfte diesen wunderbaren Schuber mit nach Hause nehmen. Die Grisha-Reihe von Leigh Bardugo hat ein neues Gewand bekommen. Gab es mal in dieser gebundenen Ausführung in so weiß gehalten, fand ich auch sehr hübsch, aber ich finde auch den Schuber echt, echt gelungen. Ja, diese Reihe hat ja nochmal so einen Aufschwung bekommen durch die Krähenreihe, die Leigh Bardugo geschrieben hat und die ja unglaublich gehypt wurde. Und das Ganze spielt halt im selben Universum, wenn auch die Geschichten getrennt voneinander, dass man die lesen kann, aber es wird immer wieder gesagt, um in diese Welt gut reinzukommen, sollte man mit der Grisha-Reihe beginnen, weil hier das Worldbuilding und die Magie und so weiter ein bisschen besser beschrieben wird und dann kommt man auch in die Krähenreihe besser rein. Und ich bin ja eh so ein Monk, dass ich schon ganz gerne der Reihe nach lese, auch wenn die ja, Geschichten nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Hierbei handelt es sich auch eher um eine Jugendbuchreihe, wohingegen die Krähen-Dilogie, der Zweiteiler, eher in die Erwachsenen-Fantasy geht. Und viele sagen auch, dass die Krähen-Reihe um einiges besser ist und komplexer ist als diese Trilogie. Aber wenn man hiermit anfängt, dann kann sich das ja nur steigern. Also ich will auf jeden Fall damit anfangen und freue mich darauf. Ja. Es ist Fantasy und ich möchte euch natürlich auch einmal die Teile im Einzelnen zeigen. Das ist der erste Band und zwar Goldene Flammen mit hier so einem wunderbaren Hirschgeweih drauf. Dann haben wir den zweiten Band Eisige Wellen mit einer tollen Schlange drauf. Und der dritte und letzte Band ist Lodernde Schwingen mit so einem Phönix oder Vogel oder Adler, was auch immer. Ja, ich finde sehr, sehr hübsch aufgemacht und ich möchte euch natürlich auch erzählen, um was es bei Goldene Flammen bzw. in Grisha geht.
Alina ist eine einfache Kartografin in der ersten Armee des Zaren von Ravka. Jemand, der entbehrlich ist, ganz anders als ihr Kindheitsfreund Malien, der erfolgreiche Fährtenleser und Frauenschwarm. Doch als Alina mal bei einem Überfall auf unerklärliche Weise das Leben rettet, ändert sich alles für sie, denn sie findet heraus, dass sie eine Grischa ist, die über große Macht verfügt. Alina wird ins Trainingslager der Grischa versetzt, der magischen und militärischen Elite Ravkas. Dort findet sie einen ganz besonderen Mentor, den ältesten und mächtigsten der Grischa, der nur der Dunkle genannt wird und der schon bald ganz eigene Pläne mit Alina verfolgt. Ja, ich finde hieran eben dieses russische Setting ganz cool und bin gespannt auf die Magie der Grischa, das Magiesystem und natürlich das Worldbuilding. Ich glaube auch, dass hier wieder so ein bisschen Liebesgeschichte eine Rolle spielen wird. Es sind ja auch Jugendbücher, da kommt das gerne ja öfter vor. Ich hoffe trotzdem, dass die Story da ja, gegenhalten kann und ebenso viel hergibt und ja, dass ich da Freude mit haben werde. Es wird allerdings ein bisschen dauern, bis ich dazu greife, denke ich mal, weil ja, in meinen Vorsätzen habt ihr ja schon mitgekriegt, dass ich einige High-Fantasy-Reihen zuerst beenden möchte, bevor ich neue beginnen will. Und ja, dazu zähle ich das jetzt hier auch. Aber ich finde es schön, dass ich alle hier in diesem tollen Design da habe. Und danach werde ich mich dann auch der Krähenreihe widmen. Und die wird ja so sehr ja, von vielen geliebt, deren Meinung ich schätze, unter anderem Kali von Kalis Books, aber auch Julia vom Kanal Leseritter und ich glaube auch Jenny von Jennys Lesestoff. Und ja, jetzt will ich das Ganze auch wissen. Jetzt ist der Hype auch so ein bisschen abgeklungen, der mich ja immer so ein bisschen abschreckt. Dann, wenn das alle lesen, dann muss ich das nicht auch noch lesen. Das ist ja bei mir oft so. Und jetzt ist es ja so langsam abgeklungen und jetzt kann ich ja auch irgendwie langsam dazu greifen. Und die Krähenreihe spielt dann ja dann eher so in den niederländischen Bereich, wo hier das Ganze ja so russisch angehaucht ist. Ja, ich bin gespannt. Und wo ich gerade davon gesprochen habe, meine Vorsätze umzusetzen, nämlich besondere Reihen zu beenden, möchte ich euch auch den dritten Teil von Nevernight zeigen, der bei mir eingezogen ist, nämlich die Rache von J. Christoph. Ja, ich habe ja letztes Jahr den ersten Band von Nevernight gelesen und das galt ja zu einem meiner Highlights 2019 im ja, auf jeden Fall im High-Fantasy-Bereich etwas Besonderes und ich möchte dieses Jahr die Reihe gerne beenden. Dafür fehlt mir aber noch der zweite Teil, der auch noch gar nicht in meinem Besitz ist. Der dritte Teil ist jetzt aber gerade ganz neu erschienen und das hatte ich mir auch über die Arbeit als Leseexemplar bestellt und ich freue mich sehr, dass der bei mir eingetroffen ist. Der ist noch eingeschweißt, packe ich ja am liebsten immer kurz vorher aus, bevor ich das lese. Und es hat sich auch schon eine kleine Leserunde zusammengefunden, wo wir halt Band 2 und 3 zusammen lesen wollen, nämlich mit Kali und Jenny und wahrscheinlich auch Julia, also die, die ich schon genannt habe. Wir wollen ja, erst den zweiten und dann den dritten Band zusammen lesen und da freue ich mich extrem drauf und ich hoffe, dass die Qualität der Geschichte ja, beibehält, also die Qualität beibehält und ja, freue mich da sehr drauf, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Im ersten Band von Nevernight treffen wir auf Mia Corvere, die den Menschen Rache schwört, die schuld daran sind, dass ihre Eltern hingerichtet worden sind, dass sie keine Familie mehr hat und sie tritt der Roten Kirche bei, einen Orden, der Assassinen ausbildet und so möchte sie gut gewappnet sein, um ihre, ja, Feinde sozusagen entgegenzutreten und sie zu rächen. Ja, und dann kehren wir in ein anderes Genre zurück, beziehungsweise das Genre ist dasselbe, aber die Zielgruppe ist eine andere, denn ich habe ein Kinder-Pappbilderbuch zugeschickt bekommen als Rezensionsexemplar. Mich hat nämlich der Autor angeschrieben per Mail, ob ich dieses Buch nicht rezensieren möchte. Und hatte mir auch ein paar Infos dazu gesandt und ein paar Links, wo ich mir das Buch ein bisschen näher anschauen konnte. Und ich muss sagen, ich war sofort verliebt in die Illustration und auch das Thema hat mich angesprochen. Es ist nämlich irgendwie High Fantasy für die Allerkleinsten mit einem großen Schuss Märchen.
Und zwar spreche ich von Der kleine Bergtroll von J.W. Kümmel aus dem Carbon Media Verlag. Ja, wie gesagt, die Illustrationen haben mich sofort angesprochen und auch das Thema fand ich niedlich. Hier geht es nämlich, wie der Titel schon sagt, um den kleinen Bergtroll, der von seinem Volk, also den Bergtrollen, ausgestoßen wurde, weil er einfach zu klein ist und zu wenig brutal. Er kann aber auch nicht bei den Menschen leben, weil diese Bergtrolle fürchten und ja, Vorurteile haben. Er lebt also zusammen mit seinem Wolf, bis er eines Tages auf einen Trupp von Menschen stößt, die ja nach einer Prinzessin suchen, die wohl von Bergtrollen entführt werden soll. Und er soll ja das Ganze nun richten. Und wie er das macht, das könnt ihr hier erfahren. Ich habe das Ganze natürlich auch schon gelesen. Das liest man ja in wenigen Minuten durch. Aber ich kann euch schon sagen, dass es mir wirklich gut gefallen hat. Und in meinem Lesemonat werde ich euch dann davon mehr berichten, was genau mir gefallen hat. Und werde euch dann auch vom Inhalt, also von den Illustrationen, vielleicht auch noch mal ein, zwei Seiten zeigen. Und ja, wenn euch das interessiert, dann schaltet gerne in meinen Lesemonat Dezember ein. Der wird ja wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 1,5 Wochen online kommen. So, und zum Schluss habe ich noch zwei Bücher, die zusammengehören und die wurden mir von einem lieben Zuschauer zugesendet. Der liebe Steffen hat mir nämlich in den Kommentaren geschrieben und mich gefragt, ob ich diese Bücher schon kenne und er würde mir diese Bücher gerne zuschicken und sehr ans Herz legen, weil er die sehr, sehr liebt. Das Genre ist historisch. Und das lese ich ja eher selten. Das bedeutet aber nicht, dass ich das nicht gerne mag. Es ist einfach ja, an der Masse der Bücher geschuldet, die es einfach gibt. Aber ich freue mich extrem, auch in dieses Genre mal wieder ein bisschen reinlesen zu können. Und zwar, ich zeige es euch einmal, ist das Die Henkerin von Sabine Martin. Und der zweite Teil, Die Tränen der Henkerin. Und ich meine gesehen zu haben, dass jetzt bald auch ein dritter Teil kommt. Aber ich möchte natürlich erstmal mit dem ersten Band beginnen und mal reinlesen und schauen, ob mich das anspricht. Ich sag dir auf jeden Fall vielen lieben Dank, lieber Steffen. Das fand ich sehr großzügig und niedlich von dir, dass du da an mich gedacht hast und mir einfach so Bücher zusendest. Und ich bin gespannt, ob mir das auch so zusagt und ja, was du da für mich ausgesucht hast. Sie ist klug und mutig und von einem Gedanken getrieben: Rache. Esslingen 1325. Melisande ist noch ein Kind, als ihre Familie in einen Hinterhalt brutal gemeuchelt wird. Dass sie überlebt, verdankt sie allein Raimund, dem Henker. Er nimmt sie zu sich, gibt sie als seinen stummen Neffen aus, lehrt sie sogar sein Handwerk. Dennoch findet Melisandes verletzte Seele keine Ruhe, hat sie ihrer sterbenden Mutter doch eines versprochen: sie zu rächen. Auch das Setting finde ich cool, auch den Beruf, den sie denn wahrscheinlich ausübt und der ihr vielleicht auch zugute kommt bei ihren Racheplänen. Ja, das sind die beiden Bücher und ich bin sehr gespannt darauf, auch mal wieder in ein anderes Genre reinzulesen, was ja, ich irgendwie auch ein bisschen vermisse. Also ich habe da noch nicht viel gelesen, muss ich sagen, aber einige Highlights aus der Vergangenheit gibt es auf jeden Fall, in die ich auch gerne mal wieder nochmal schnuppern möchte. Und somit ist das, finde ich, eine sehr schöne Mischung gewesen, die im Januar bei mir eingezogen ist. Was sagt ihr denn dazu? Habt ihr davon irgendwas schon gelesen und sagt, ja, Ramona, das musst du sofort lesen? Es wird an der Zeit, dass du diese Geschichte kennenlernst. Oder sagt ihr, ach Gott, das habe ich gelesen, das mochte ich gar nicht. Schreibt das gerne alles in die Kommentare, natürlich spoilerfrei. Und mich würde auch interessieren, was bei euch im Januar so eingetroffen ist und worauf ihr euch besonders freut, es im nächsten, ja, in den nächsten Wochen, Monaten zu lesen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.